Hallo und seid herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Piaggio Gilera Rainer. Das heißt, wir waren ja gestern in einem Wahnsinns-Livestream dabei, diesen Roller ein bisschen auseinanderzunehmen und auch mal zu starten. Kurzfristig ist er auch mal gelaufen, aber nicht durchgelaufen. Verdacht immer noch, Kurbelwellenschaden. Gucken wir noch weiter. Erstmal möchte ich den Motor hören. Vielmehr hören. Und da hat die Benzinpumpe so ein bisschen Sprit rausgeschmissen. Von der Zuleitung von Tank Richtung Spritpumpe, also Benzinpumpe. Und da müsste ich noch was ändern. Das heißt, normal müsste ich zwei Schläuche ändern. Ich würde jetzt erstmal gerne mit einem Schlauch versuchen, der hauptsächlich schon richtig defekt ist, kann man sagen, undicht, hart und den ich dann gestern auch schon geköpft hatte. Den würde ich gerne austauschen. Ich habe hier Schlauch liegen. Gott sei Dank habe ich noch Schlauch liegen. Immer noch, wie ich letztens bei einem anderen Roller verbaut habe. Brandsicherer Schlauch, ne? Nennt sich sowas. Oder feuerfester Schlauch. Da er mit was überzogen ist. Ne? Jetzt heißt es natürlich neu legen plus einen neuen Benzinfilter. Und dann, ach wisst ihr was, rutscht einfach mit, dann seht ihr das direkt. Ich habe mich doch umentschieden. Ich habe ja noch hier, das ist ja auch vernünftiger Benzinschlauch. Und im Grunde identisch wie dieser, der jetzt hier dran ist, ebenfalls. Und ich brauche ja ab hier noch keinen Druck. Das heißt, ich werde das auch wieder ganz normal befestigen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist hier, schaut mal, da das ja hier rausgenommen wurde. Guckt euch mal die Schlauchstelle hier an, wie die sitzt. Das hier sieht aus wie eine originale, könnte man noch sagen, aber das hier ist schon eine ausgetauschte. Die würde ich erstmal höher setzen. Nicht, dass sie hier irgendwann mal an diesen Schlauch kommt und hier alles aufreibt. Und dann muss ich ja hier nochmal gucken, weil die Pumpe sitzt hier nicht sauber. Was ich jetzt mache, ich werde erstmal diesen Schlauch abmachen und diesen unteren. Hier werde ich mal gucken, ob ich den Schlauch, er ist schon noch elastisch. Ich darf hier natürlich nicht groß dran rumbiegen, sonst breche ich hier, das ist nämlich auch nur Kunststoff, breche ich hier noch was ab. Das heißt, ich würde den nochmal kappen, ein bisschen erwärmen und neu setzen. Unten, den mache ich aber gleich niegelnagelneu. Das werdet ihr jetzt schon richtig alles so weit mitbekommen. Bevor ich überhaupt an diesem Motor weitermachen kann, muss erstmal diese Undichtigkeit auf jeden Fall weg. Und ich nehme jetzt hier das Radband mal ab. Und jetzt muss ich mal gucken, kriege ich das so ab? Ich ritze das mal ein bisschen an. Ganz vorsichtig allerdings. Ich will ja hier nichts weiter kaputt machen, weil das soll ja hier heile bleiben. Und der Schlauch, ich gucke mal, wenn ich da jetzt ein Stückchen von abnehme, das heißt hier dieses erste Stück, das nehme ich nochmal weg, mache das hier ein bisschen weich, dann kriegen wir das auch wieder ohne weiteres drüber. Ich könnte es jetzt wahrscheinlich auch so schon drüber bekommen, aber ich mache das ein bisschen warm. Gut, jetzt heißt es hier unten ebenfalls ab. Mit Radband macht das hier keinen Sinn. Also das muss ich wirklich sagen. Und der Schlauch, der ist auch, der ist wirklich nicht mehr sehr schön. Schneide ich oder ratsche ich hier genauso ein bisschen an. Vorsichtig. Zack.
Gut, und der Filter hat es auch hinter sich, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich jetzt dann vielleicht doch nutzen werde, sind die Sicherungen. Zumindest die Sicherung nutze ich. Die hier nutze ich nicht. Die ist eh schon kaputt auch. Die hat einer noch irgendwie gerade drumherum bekommen. Aber die kommt auch weg. Ne? Man sieht ja, das bricht sogar schon. Das heißt, der ganze Schlauch kommt dann mit weg. Und hier habe ich ja schon einen neuen Filter liegen. Ja, das alte Ding weg damit. Das kann ebenfalls ab. Dann nehme ich jetzt die Rohrzange, dann komme ich da bestimmt noch besser oder einfacher dran. Runter damit. Mal gucken. Okay. Ebenfalls anritzen. Gut. Ab damit. Jawohl. Ja, der hat auch seine Zeit gehabt. Eventuell nutze ich die Sicherung nochmal. Gut. Wenn ich jetzt hier den neuen Schlauch, ich gucke gerade mal, der Durchmesser müsste eigentlich der gleiche sein. Weil das sieht hier doch gerade ein bisschen dicker aus. Tja, jetzt habe ich doch ein kleines anderes Problem, und zwar der Durchmesser innen. Ob ich jetzt diesen Schlauch nehmen würde, schaut mal, Moment, das wäre der neue mit dem kleinen Durchlass und das ist der alte. Das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Und wenn ich jetzt hier diesen brandsicheren nehmen würde, sieht es genauso aus. Wir haben nicht genug Platz, denke ich mal. Ich versuche ihn mal nur mal provisorisch hier drauf zu setzen. Aber ich glaube, das wird nichts. Der Durchmesser ist nämlich zu klein, weil hier der Auslass ist ein bisschen größer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, habe ich noch solch einen Schlauch? Ich habe hier ja noch einen Schlauch. Das war der, oder ich sage mal so, der war richtig teuer, dieser Schlauch. Ne? Der hat auch innen drinne, seht ihr das? Ein Geflecht drinne. Das ist wirklich, das ist ein druckfester Schlauch. Das wäre jetzt das Einzigste, wo ich sagen würde, den kann ich jetzt vielleicht da drauf ansetzen. Mal gucken. Das könnte sein. Der könnte eventuell passen. Ich setze ihn jetzt einfach mal an. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ob ich den hier drüber kriegen würde. Ich hole mir mal ein bisschen Öl dazu. Mit Öl geht manches ein bisschen geschmeidiger. Manches. Alles vielleicht nicht, aber manches. Und probieren kann man es ja. Ne? Das heißt, ich nehme mal jetzt hier ein bisschen Öl rein. Das schadet nicht. Und setze ihn jetzt hier mal an. Ja, das könnte was werden. Oh ja. Sträubt sich. Sträubt sich. Ich will jetzt mal innen drin gucken, wie das aussieht. Ja, er bleibt trotzdem heile. Ich nehme hier noch mal ein bisschen Öl dran. So einfach wie möglich. Ansetzen und ja, es könnte was werden. Sonst müsste ich nämlich wieder einen neuen Schlauch kaufen. Und wenn es nicht unbedingt sein muss und er den Durchmesser hat, den er braucht, könnte ich nämlich auch mit diesem Schlauch arbeiten. So, mal gucken. Ja, er sitzt. Puh, er sitzt schon recht gut. Ich nehme mal das andere Ende und möchte mal sehen, wie ich hier drüber käme. Ja, das wäre
ideal. Das wäre der ideale Schlauch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich diese Sicherung hier noch dafür nutzen kann. Ja, das könnte klappen. Also das wäre der richtige Schlauch. Und der hält wenigstens auch was aus und hält auch Jahre durch. Nicht nur ein paar Jahre, sondern Jahre. Mal gucken. So, meine Klammer nochmal nachfassen. Ich will hoffen, dass ich jetzt über diesen Buckel noch drüber komme. Es kann natürlich sein, dass ich da nicht drüber komme. Ich komme da leider nicht drüber. Nein. Also, das heißt, hier, komm mal wieder zurück. Hier arbeite ich mit einer Schelle. Aber er sitzt richtig schön drauf. Und hier kann ich auch den Filter schön einsetzen. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich einen anderen Filter nehmen muss. Das können wir gleich nochmal testen. Mal gucken, wie der Filter jetzt hier reingeht. Ja, doch. Wenn wir das dann... Ja, ich überlege. Vielleicht nehme ich einen Autofilter sogar. Jetzt ging es ja schon los. Unterwärts sitzt der Filter. Der stört aber nicht, wenn der hier sitzt. Und ich müsste hier unten rein. Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das am besten mache. Weil dieser Schlauch ist ja auch noch hier von der Wasserkühlung. Ne? Nehme ich den hier oder nehme ich den da? Wenn der hier liefe, könnte ich da schön gegen. Nein, ich kann ihn auch so machen. So geht es auch. Aber ich würde doch einen größeren Filter nehmen. Moment, ich hole mal den großen Filter. Das war ein Riesenfilter. Aber dann könnte ich mir sicher sein, dass das funktioniert. Wenn ich jetzt so einen Filter hier nehme, so einen großen natürlich, aber den könnte ich schön von beiden Seiten weit genug drauf bringen. Wenn ich das auch ein bisschen einöle, dann schiebt er sich schön drauf. Dann ist eben einfach ein großer Filter da. Ganz einfach. Ne? Und das ist ja die Seite, die zur Benzinpumpe führt. Gut. Wo setze ich ihn denn hin? So am besten, ich setze ihn so, dass er nirgendwo großartig stört nach Möglichkeit. Ja, so könnte er eventuell sitzen. So könnte er noch hier unter. Das heißt, ich setze, ich nehme ihn mal bis hier hin. Gut, Kappen. Das muss ich in zwei Schritten machen, weil der ist so dick. Na, jetzt sieht man es auch noch mal, ne? Die Fasern da drin. Der ist richtig druckfest. Er bräuchte da noch nicht druckfest sein, aber ne, man weiß es immer nicht. Sicher ist sicher. Und den Filter. Das ist jetzt der Zulauf und das geht Richtung Pumpe. Ich mache das so. Bisschen Öl drauf. Und halt, ich habe die Schelle vergessen. Ich brauche erst Schellen. Das sind jetzt die kleinsten Schellen, die ich habe. Aber das müsste trotzdem funktionieren. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Habe ich das richtige Werkzeug? Nein. Diesmal brauche ich keinen 7er, diesmal brauche ich einen, ich glaube 5,5 oder so. 6 mm. Also eine 6er Nuss. Und um mir das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, das kennen schon viele, ein bisschen Öl drauf, dann wird das nämlich gleich automatisch viel leichter, wenn man das dann zusammendreht. Ne? Weil sich das Öl schön da drinnen verteilt.
Gut. Ja, dass die Schelle funktioniert. Mal ansetzen und erstmal drüber bringen. Habe ich schon zu weit, wa? Oh, ich bin sogar schon ein bisschen zu weit. Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Ich hole mir noch mal Werkzeug dazu. Das hier. Und öffne die Schelle nochmal. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da noch dran komme, wenn ich... Jetzt dreht sich die Schraube raus, anstatt sich das Teil hier löst. Na komm mal her. Machen wir es anders. Eigentlich sollte sich das jetzt wieder aufdrehen. Weil ich habe ja noch gar nichts angezogen hier. Ah, es hat festgehangen. Okay. Dann ist das noch okay. Festhängen ist okay. Nochmal. So rum. Und drüber. Drüber. Noch nicht drüber. Immer noch nicht. Ich hatte das schon zu weit reingeschoben oder zu weit reingezogen. Da hängt das hier irgendwie gerade ein bisschen. Ich mach das mal so. Jetzt sollte es aber gehen. Jawohl. Man muss sich nur zu helfen wissen. Wenn das erstmal wieder alles sitzt, dann ist wieder alles okay. Aber es muss eben erstmal richtig sitzen, ne? Das sind eben die Schellen von heute. So. So rum. Nee, war schon richtig rum. So rum. Und schaut mal. Na, das geht doch. Jetzt mal gucken, ob ich hier noch anziehen kann. Dann wäre alles im grünen Bereich. Geht doch. Nicht übertreiben mit anziehen, aber es sollte schon fest sein. Ja, das ist okay. Dann kann ich auf jeden Fall leben. Gut, weiter geht's. Nächste Schelle, Öl rein. Filter. Ach ne, den habe ich ja schon geölt. Okay, hätte ich gar nicht nochmal machen brauchen. Filter einsetzen. Oh, das reicht eine Menge. Aber wisst ihr, was ich vergessen habe? Das ist das Gute, wenn man das geölt hat. Ich habe die Schelle vergessen. Wie setze ich denn die Schelle? Die Schelle setze ich von unten gegen. Also nochmal Schelle und ja, so sitzt das Teil gut. Nach und nach wird es. Ich ziehe aber jetzt erst die Schelle fest. Ich habe keine Lust, dass ich da nochmal rumpruckeln muss. Ziehe die Schelle extra von unten gegen, dass da nichts störend ist da dran. Ne? Jawohl. Super. Gleich ein bisschen entfetten wieder hier. Das haben wir auch schon mal. Jetzt brauchen wir noch den Weg von Filter nach hier oben. Ja, ich nehme den mal so. Ich glaube, so wäre ganz okay. Ich halte das noch mal an. So. Ja, sogar ein bisschen kürzer. Noch ein bisschen kürzer.
Ja, so wäre es okay. Also, so. Ab damit. Das Stück brauche ich jetzt hier nur. Und schon haben wir einen richtig guten Schlauch angebracht. Das heißt, wieder eine Schelle, noch eine Schelle. Aber bevor ich jetzt hier weitermache, will ich erstmal die Pumpe richtig ansetzen. Weil die, das habe ich gestern schon gezeigt, die sitzt hier total mistig. Und hier eventuell könnte ich hier auch eine neue Schelle drumherum machen. Das wird sich gleich zeigen. Wir gucken gleich nochmal. Ansonsten kommt diese Schelle ab und es kommt eine neue drumherum. Und die Pumpe setzen wir richtig ein. Das hier war auf jeden Fall ein 7er, das weiß ich noch, von gestern. Gestern haben wir fast 5 Stunden Livestream gefahren. Wer sich das noch angucken möchte, das Video steht dafür. So, hier werde ich jetzt die Schelle ganz losmachen, dass ich sie erstmal drumherum biegen kann. Ne? Das heißt, dass ich sie hier rausnehmen kann. Mal gucken, ob ich das mit dem Seitenschneider hinbekomme. Ja, die nehme ich ganz raus, weil die war nämlich schon ganz komisch irgendwie. Deshalb nehme ich die auch raus. Ne? Das habe ich gestern schon gemerkt, wo ich sie leicht gegengezogen hatte. Und jetzt nehme ich einfach eine Schelle. Nochmal so eine, die schraube ich jetzt ebenfalls gleich auseinander und setze die schon mal dran drumherum. Immer wieder ein bisschen Öl dazu, dann funktioniert das immer ein bisschen einfacher. Auseinandernehmen und dann drumherum legen. Ja gut, ich kann die auch so in diese Position bringen. So, ja. Hatte ich die eben so? Weiß ich gar nicht. Und festziehen. Die ist ein bisschen länger, aber das spielt dann keine Rolle. Wichtig ist, dass hier, wenn hier jetzt Druck drauf kommt, dass das auch richtig fest ist und nicht einmal oder auf einmal nachher wegspringt und das ganze Benzin hier ausläuft. Ne? Das wollen wir vermeiden. Gut, das reicht. Sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt mache ich mich da hinten dran. Was das auch immer war, auf jeden Fall war da was verbogen. So, das habe ich jetzt gerichtet. Guck mal, jetzt hängt die Pumpe wieder richtig in ihren Gummi. Und unten ist auch ein Gummi. Da sitzt es auch wieder richtig. Also, wer auch immer da dran gearbeitet hat, der hat nicht gut dran gearbeitet. Ja, es kann im Grunde jetzt weitergehen. Ich nehme jetzt wieder mein Stück Schlauch. Und setze es jetzt wieder an den Filter an. Jetzt kann ich den Schlauch ruhig so draufsetzen, weil ich kann ja jetzt noch die Schelle hier aufsetzen. Ne? Dann passt das wenigstens. Die Schelle ziehe ich jetzt natürlich auch wieder fest. Dazu muss ich wieder einen kleinen Werkzeugtausch machen. Einmal das und einmal das. Nein, ist okay. Das kann ich erstmal so lassen. Aber das wieder. Schelle ansetzen. Die setze ich ebenfalls so rum. Also so, dass sie so sitzt wie die andere Schelle. Ziehe sie erstmal gegen.
soll ja einigermaßen gleich aussehen und die Optik spielt ja nun auch ein Spiel. Spielt ja auch mit, ne? Ich sag's mal so. Okay, fertig. Jetzt kann der Schlauch, oh, seht ihr, hier kommt schon das Öl durch. War doch ein bisschen viel Öl. Aber das schadet nicht, weil jetzt, ich überlege, ich gehe glaube ich so mit dem Schlauch. Das ist nämlich um einiges besser. Ich setze jetzt hier meine Schelle an, gucke gleich, wie ich sie dann ansetze. Ja, die schraube ich von innen seitlich und da der Schlauch schon so gut gefettet ist, nehme ich mir jetzt einfach hier meine Kombizange und drücke den Schlauch hier rein. Na, das geht doch. Nur gewusst wie. Sauber machen und die Schelle von innen auf jeden Fall. Trotzdem noch mal wieder Öl und anziehen. Also dieser Schlauch ist auch teuer, muss ich wirklich sagen. Das ist kein Billigschlauch, aber das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Das ist wirklich ein richtig teurer Schlauch. Den habe ich von einem Autozubehörhandel gekauft und der war wirklich nicht billig. Na, wenn das mal jetzt hier nicht sitzt. So soll es sein. Der Filter sitzt perfekt. Jetzt heißt es noch, diesen Schlauch erwärme ich jetzt ein bisschen und den tun wir jetzt hier drauf. Und das machen wir dann aber, ja, dazu nutze ich diese Klammer hier, ne? Diese. Wie gesagt, der Schlauch ist im Grunde so noch elastisch. Mal schauen, ob ich ihn jetzt auch noch wirklich so elastisch bekomme, dass er auch ohne weiteres wieder drauf geht. Ansonsten muss ich da wirklich dann irgendwann einen anderen Schlauch dran setzen. Ja, er wird schon elastisch. Sicher, danach wird er wieder ein bisschen fester. Ne? Aber bevor ich jetzt den ganzen Roller zerlege, möchte ich einfach erstmal wissen, was macht dieser Roller. Ne? Gut, ansetzen. Und drauf. Ja, das sieht noch sehr gut aus. Sicherung sollte passen. Sicherung drüber. Schön auseinander und das sieht gut aus. Jawohl. Ein bisschen nach unten. So. Tja, und jetzt kann man nur hoffen, dass es dicht wird. Oder dicht ist, gerade hier an dieser Ecke überall, weil hier kam ja der Sprit überall raus. Ne? Jetzt könnte es, das könnte noch eine Schwachstelle sein, das werden wir aber noch sehen. Spätestens, wenn ich jetzt wieder Sprit mit euch reinschütte. Aber erstmal räume ich hier auf. Da ich ja das allererste Mal Sprit aus meinem Roller stibitzt habe, und mehr als ich eigentlich brauchte, habe ich den Sprit, der ja jetzt schon, wie ich jetzt gerade wieder mische, habe ich den Sprit ja wieder zurückgekippt. Jetzt mische ich natürlich noch mal was an, weil ich ja jetzt nicht sagen kann, welche Ölmenge oder wie viel Öl ist im Sprit drin. Ne? Die den Livestream verfolgt haben, haben das oder wissen das, aber die, die jetzt neu dazu kommen, natürlich gerade nicht. Und deshalb mische ich jetzt
nochmal neu trotzdem an, auch wenn ein bisschen mehr Öl drin ist dann vielleicht. Aber hier war ja noch Sprit übermäßig drin, reiner Sprit, wo jetzt natürlich schon ein kleiner Ansatz an Öl mit drin ist. Ne? Das ist aber nicht schlimm, das würde sich verbrennen. Was ich nur vermeiden will, dass wir vielleicht eventuell einen Fresser kriegen. Obwohl, wie es aussieht, hatte der Roller den schon, aber das spielt keine Rolle. Ich gehe auf Sicherheit. Und jetzt nehmen wir noch mal 1 Liter rein, um zu sehen, ist jetzt alles dicht. Ansonsten muss ich wieder den ganzen Sprit rausholen. Also hier ist noch Sprit drin. Ne? Wie gesagt, sonst müsste ich, oder jetzt testen wir erstmal auf Dichtigkeit, hauen erstmal nur einen Schluck rein. Und wenn wir merken, dass die Pumpe ihren Druck dann hat und hält und nicht irgendwo Sprit wieder rauskommt, dann können wir auch den Rest nachschütten. Jetzt schütten wir erstmal die Hälfte rein. Schon mal vorbereiten, falls Peter ja doch ein bisschen kleckert. Sicher ist sicher. Ach so, Moment, ich muss das noch umrühren. Der Sprit muss noch verrührt werden. Ne? Dann nehme ich einfach wieder einen sauberen Schraubendreher. Und, aber das hat sich schon gut vermischt. Guck mal, das sieht schon ganz gut aus. Aber ich rühre doch immer lieber noch mal einmal um, dass ich das wirklich auch ordentlich vermischt. Ne? Dass dann nicht auf einmal Öl ganz unten hängt und der Sprit hängt oben drüber. Gut, hier ist mein Trichter. Den hatte ich gestern auch schon. Den habe ich gestern ja gereinigt extra dafür. Und jetzt schütte ich mal so gut es geht, vorsichtig den Tank halb voll. Ich tropfe wieder mit den Dingen. Das ist so eklig. Ich hasse diese Teile. Ich brauche unbedingt einen anderen Messbecher, weil die Dinger, die tropfen nur. Aber naja, gut. Sprit ist auf jeden Fall drin. Den Roller, komisch, den habe ich nicht getroffen, aber mich habe ich getroffen. Na, Dankeschön. Alles sitzt an Ordnungsstelle. Mal gucken, ob das jetzt hier alles soweit funktioniert. Ich mache jetzt mal die Zündung an, dass die Pumpe jetzt sich laden kann. Oh ja, sie hat sofort den Sprit angezogen. Der Filter ist voll. Den gucken wir uns mal an. Schaut mal, der Filter hat sich sofort vollgesogen. Und hier sieht es auch bis jetzt alles dicht aus. Ja, wir versuchen mal den ersten Start, dann werden wir ja sehen, ob es auch weiterhin dicht hält. Wir machen noch mal einen Startversuch wie gestern. Und wenn das hier unten dicht ist, dann fülle ich den restlichen Sprit noch rein. Ich habe natürlich noch nicht den Luftfilter nachgeguckt. Das machen wir danach, ne? Weil ich, wie gesagt, fange jetzt gerade erstmal an. Und ich musste erstmal das beseitigen, dass wir das nächste überhaupt angreifen können. Ne? Gut. Ja, Pumpe ist voll. Versuchen wir mal unser Glück. Sofort die Pumpe läuft, sobald Sprit gebraucht wird. Okay. Er lief ja schon fast. Gib mal Vollgas dazu. Es kann sein, dass er schon abgesoffen ist. Es passiert nichts. Nochmal.
Also das hat ja auch alles ganz gut funktioniert. Es könnte sein, dass die Kerze mal noch mal raus muss. Vielleicht ist er jetzt auf einmal abgesoffen. Möglich ist alles. Seht ihr, ich wollte ja normal... Oh, das war die Sperre. Ich muss noch mal hoch. Ja, ich mache zur Sicherheit immer hier unten eine Sperre rein. Nicht, dass man mal aus Versehen drauf tritt und dann hat man den Fuß dazwischen. Gut, ich werde jetzt noch mal den restlichen Sprit reinfüllen und dann sehen wir uns am Luftfilterkastendeckel. Gut, schauen wir mal hier lieber doch rein. Sicher ist sicher, nicht, dass der ganze Luftfilterkasten schon voller Fransen ist. Oh, hier fehlen schon Schrauben. Ist denn hier noch eine drin? Nein, hier ist auch keine mehr drin. Ja, hier fehlen auch schon ein paar Schrauben. Ich gucke mir doch lieber jetzt erstmal den Filter an. Sicher ist sicher. Nicht, dass der sich schon in die Drosselklappe reinzieht. Dann kann nichts mehr gehen. Ne? Gucken wir einfach mal. Oh ja. Schaut mal. Ich gehe mal mit dem Schraubendreher lang. Oh, guckt mal. Ja, da soll man gar nicht lange dran warten oder gar nicht lange warten. Ne? Schaut mal. Seht ihr das? Raus damit, aber ganz schnell. Oh, der zerfällt. Aber Gott sei Dank ist dahinter alles sauber. Schaut mal, da ist alles okay dran. Bis jetzt. Nicht schlecht. Gut, versuchen wir nochmal unser Glück. So sieht die Kerze aus. Komplett nass. Ich prüfe sie jetzt nochmal und ansonsten versuchen wir nochmal zu starten. Kerze ist wieder drinne. Ja, jetzt kann der Roller volle Luft ziehen. Mal gucken, ob er jetzt nochmal anspringt, weil... Das war ja eben ein komisches Verhalten. Ne? Mehrmals versucht und es ging. Und dann auf einmal ja nicht mehr. Wir schauen jetzt nochmal. Zündung an. Alles top. Bis jetzt ist alles top. Und nochmal starten. Sprit ist jetzt auch ein ganzer Liter drin. Das ist jetzt kein gutes Verhalten. Könnte es sein, dass die Kerze vielleicht wieder abgesoffen ist und der Motor oder ja sozusagen der Motor zu viel Sprit bekommt durch die Einspritzdüse? Ich nehme die Kerze noch mal raus. Es kann ja auch sein, vielleicht hat die Kerze jetzt ausgelebt, dass sie jetzt defekt ist. Möglich könnte es auch sein. Aber das kann man ja nur prüfen, indem man sie wieder ausbaut. Man kommt natürlich nicht so leicht an die Kerze dran, aber... Ja, solange es aber funktioniert, ist alles im grünen Bereich. Ich bin der Meinung, der ist wieder abgesoffen. Hat er eine gute Zeit gehabt? Man weiß es nicht. Aber vollständig abgesoffen. Vollständig. Ich hole nochmal einen Lappen und dann prüfe ich nochmal. Ja, die ist sehr nass geworden.
Aber mit der Menge durch die Ölpumpe habe ich ja nichts verändert. Das ist ja alles das Gleiche. Gut, ich stecke sie jetzt einfach noch meinen Kerzenstecker ein. Und ich teste sie jetzt noch mal für mich. Ich kann euch ja sagen, ob es funktioniert oder nicht. Zündung. Trotzdem. Jetzt fördert natürlich die Benzinpumpe, aber egal. Funke ist voll da. Der Funke ist voll da. Oh, jetzt sehe ich aber. Oh, jetzt hat er aber Sprit rausgeschmissen. Moment. Der schmeißt eine ganze Menge Sprit raus. Hier ist alles nass. Das ist mehr Sprit, als der Roller oder der Motor überhaupt verarbeiten kann. Ich nehme jetzt nochmal die Kerze rein, trotz allem. Aber das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Nein. Das kann nicht funktionieren. Was mich wundert, naja gut, vielleicht kam noch nicht so viel Sprit rein, dass der Motor dann eben nochmal sagt, naja komm, ich springe nochmal kurz an. Und dann, wo die richtige Menge an Sprit kam, oder die Übermenge, dass er jetzt sagte, Moment, wie soll ich das Ganze denn verarbeiten? Was hast du denn vor mit mir? Gut, Zündung ist an. Ja, Zündung ist an. Wir testen nochmal. Aber das glaube ich nicht, dass das was wird. Nein, das wird nichts. Einspritzdüse muss unbedingt mal raus. Es hatte so gut angefangen. Nein, da will er auf einmal nicht mehr. Gut, Zündfunke ist vorhanden. Zu viel Sprit anscheinend auch. Ich würde sagen, bleibt am Ball. Dann schauen wir gemeinsam weiter, was ich da noch so rausfinde. Die Drosselklappe ist geschlossen. Das habe ich eben auch nochmal kontrolliert. Also die steht nicht offen. Sie geht wirklich mit dem Gas sauber mit. Ja, als nächstes Einspritzdüse testen. Was schmeißt die an Sprit raus? Das ist wichtig zu sehen. Von daher sehen wir uns im nächsten Video. Habt einen schönen Dienstag. Tschüss.